Volksverräter! Steuern zahlen. Das
sind viele Familien, dass die dann dafür mehr Kindergeld bekommen. Das heißt, mit uns wird sich jede Familie besser stellen, als das heute der Fall ist, weil wir Familien stärken wollen und die Arbeit anerkennen. Meine Damen und Herren, wir haben natürlich Herausforderungen gehabt und haben sie noch. Ich will das ganz offen ansprechen. Wir haben im Jahre 2015 die Situation gehabt, dass in einer humanitären Notlage sehr viele Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Dankeschön sagen für das, was sie für andere Menschen getan haben. Das waren damals Menschen, vor allen Dingen aus Syrien, aus dem Irak, die von dem IS, vom Islamischen Staat verfolgt waren. Und diese Menschen brauchten unsere Unterstützung. Aber wir wissen natürlich auch, ein Jahr wie 2015 kann sich nicht wiederholen und darf sich nicht wiederholen. Deshalb arbeiten wir seitdem dafür, dass wir achten, dass Menschen, die in Not sind, zum Beispiel in den Nachbarstaaten von Syrien oder dem Irak, ausreichend Verpflegung haben in den Flüchtlingslagern in Jordanien und im Libanon. Dass Menschen, die in der Türkei, und das sind immerhin 3 Millionen Flüchtlinge, leben, dass die von der Europäischen Union Unterstützung bekommen, nahe ihrer Heimat. Deshalb achten wir darauf, dass wir illegale Migration stoppen, den Schleusern und Menschenhändlern das Handwerk legen, weil damit Flüchtlinge ihr Leben in Gefahr bringen und gleichzeitig diese Schleuserstrukturen auch noch Sicherheitsrisiken für uns mitbringen. Und deshalb müssen die bekämpft werden. Und gestern war ich gerade in Paris, um das zusammen mit afrikanischen Ländern und Libyen zu tun. Und meine Damen und Herren, das ist in unserem Interesse und im Interesse der Flüchtlinge. Niemand verlässt gerne seine Heimat und wir wollen Fluchtursachen bekämpfen. Und das müssen wir auch in den nächsten 4 Jahren mehr, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben, tun. Mit einem Arbeitsplatz, der Situation mit den sozialen Sicherungssystemen, einem guten Gesundheitssystem, einem guten Pflegesystem, natürlich auch wichtig, die Frage der inneren Sicherheit. Ich habe oft mit Rainer Haseloff darüber gesprochen. Innere Sicherheit, das ist etwas, was Menschen zu Recht erwarten. Es darf in Deutschland keine rechtsfreien Räume geben und kriminelle Delikte, egal von wem sie verübt werden, müssen bestraft werden, die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden und die Opfer müssen geschützt werden und nicht umgekehrt, meine Damen und Herren. Und so haben wir monatelang mit den Sozialdemokraten dafür gekämpft, dass wir endlich härtere Strafen bei Wohnungseinbrüchen haben. Eine schreckliche Erfahrung, wenn Menschen die Erfahrung machen, dass irgendeine kriminelle Bande in die eigene Wohnung eingedrungen ist. Und deshalb ist das nicht irgendein Delikt, sondern das ist ein Verbrechen, das bestraft werden muss. Und dafür haben wir die Regeln verschärft. Man kann auf die Telefondaten zugreifen, wenn Strukturen habhaft wird. Und wenn es die CDU nicht gegeben hätte, dann hätten wir heute diese Regelung noch nicht. Und deshalb brauchen wir die CDU als Partei der inneren Sicherheit, meine Damen und Herren. Wir wissen, dass wir auch andere Gefahren haben, die wir früher nicht kannten. Zum Beispiel den islamistischen Terrorismus. Das ist etwas, was wir in Spanien sehen, in Frankreich, in Großbritannien, in Belgien, aber leider auch bei uns. Und diesen Terrorismus können wir nur gemeinsam bekämpfen. Dafür brauchen wir die internationale Zusammenarbeit.
eine wichtige Plattform dafür, für diese Zusammenarbeit ist natürlich die Europäische Union. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe ja viel Grund, mich manchmal auch über Europa zu beklagen. Oft sitzen wir dort Tage und Nächte, verhandeln, es ist mühselig, mit 28 Ländern etwas Gemeinsames zu verabschieden. Aber meine Damen und Herren, solange man miteinander redet, solange man miteinander Lösungen findet, solange man nicht die... Diesmal ist sie nicht mit dem schwarzen Rückteil, da fehlen sie direkt Steuerhinterziehung. Und wenn die Sonne einmal lacht, das hat ihr SED gemacht.